Hallo Uwe, wir sind heute hier auf der Modellbahnausstellung in Köln. Und ich sehe, du bist mit deiner schönen alten Lok da. Ja. Und die Frage ist, wie viele Jahre begleitet dich schon die Lok? Die Lok begleitet mich jetzt schon 6 Jahre. Ja. Ja. Das ist Baureihe 80. Ja. Und 7,25 Zoll. Ja. Baujahr 2011. Ja. Hat Bekannter aus Norddeutschland gebaut. Ja. Ist noch eine Schwesterlok in Deutschland, aber ich weiß nicht, wo die läuft. Das ist die von der Nummerierung her, die 80038, und dann gibt es noch eine 80036. Wie schwer ist die Lok, wenn ich fragen darf? Circa 160 Kilo. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Und wie viel Wasser kann sie auftanken? Der Kessel hat ungefähr 10 Liter. Ich kriege in beide Wasserkästen zusammen vorne 10 Liter auch noch rein. Und hier mein Tank 20 Liter. Und die Feuerung? Die Feuerung ist ja mit Kohle, habe ich gesehen. Kohle gefeuert, jawohl. Ich bin gerade am Anheizen mit Gebläse. Ja, brennt sehr gut. Ich warte, dass ich so ungefähr 2 Bar habe auf Kessel, dann kann ich mit dem Hilfsbläser weiterarbeiten. Okay, da oben habe ich gesehen, ist so ein Turbo drin. Ja, ja, das ist so ein Sauggebläse. Wenn wir dann erstmal so damit bisschen schneller die ganze. Überhaupt, dass man. Wenn ich 2 Bar Kesseldruck erreicht habe, kann ich das mit dem Hilfsbläser machen, über die Rauchkammer weg. Ja. Erzeuge ich ja so einen Unterdruck. Und wie viele Waggons hast du für die Lok? Ja, für diese Spurweite habe ich jetzt halt erstmal nur einen. Und mein Bediener, das wächst noch. Weil ich habe angefangen mit 5 Zoll, da habe ich ein paar Waggons mehr, aber ja, wächst und gedeiht. Ja. Wie viel kann die denn ziehen, die Lok? Was schätzt du? Die hat eine Zugkraft auf alle Fälle von weit über 1 Tonne. Also hier jetzt Sitzwagen. Könnte man das jetzt umrechnen in PS oder in KW oder ist viel? PS. Aber die kriegst du beide problemlos gezogen. Ja, also ich sag mal, Erwachsene her, wenn wir Sitzwagen hinterpacken, da so 20, 25, 30 Erwachsene hier in der Ebene, ist überhaupt kein Thema. Uwe, wenn du nicht hier bist, wo bist du dann? Dann bin ich in Bremen. Ja, und wo fährst du dann Bremen? Zum einen habe ich eine kleine Privatanlage, 5 Zoll im Garten. Ja, wie lang ist die? Die hat nur so um die 130 Meter. Und oh ja, da hast du ja ein kleines Grundstück. Ja. Und dann sind wir gerade dabei, bei der Museumsbahn Rohhausen-Vilsen eine Kombi-Anlage zu bauen, also eine Kombispur, 5 und 7 Zoll, fest verlegt. Die fährt parallel auf einem kleinen Streckenabschnitt mit zur Museumsbahn vom Deutschen Eisenbahnverein. Ja, cool. Wenn man fragen darf, was machst du denn im richtigen Leben, wenn man dann hier so Lokführer ist? Ja, im richtigen Leben bin ich Stahlwerker. Ich bin Gießmeister, also Industriemeister in einem Stahlwerk seit 42 Jahren, habe noch 2,5 Jahre, dann gehe ich in Rente. Dann habe ich meine 45 Jahre im Hüttenwerk. Das heißt, das Eisen an der Lok ist ja dann nicht fremd. Nein, das ist mir nicht fremd, vor allen Dingen nicht flüssig, weil ich arbeite eigentlich in der Gießerei. Ach so. Wo wir Flüssigstahl zu festen Blöcken vergießen. Ja. Wenn man jetzt fragt, wie kriegt man so eine schöne Lok, die du hast, von Bremen nach Köln, wie läuft das ab? Hast du einen Anhänger im Auto? Ja, Anhänger. Ja. Und hydraulischen Hubwagen, der eine halbe Tonne heben kann. Ja. Der Hubwagen hat eine Höhe von 40 cm, damit die Lok über eine Rampe auf den Hubwagen erstmal geschoben. Verstehe. Und auf dem Anhänger haben wir eine Elektrobinde. Und der Hubwagen wird dann per Seil komplett mit der Lok auf den Anhänger geschoben und zu Hause über eine Rampe wieder rückwärts alles in die Werkstatt. Uwe, ich darf mich für das Gespräch bedanken. Ja, bitteschön. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in Köln. Danke. Und wir sehen uns mal wieder. Bestimmt. Danke. Hallo. You set the regulator, and then if it shoots off,
very interesting. Every time I sounded my whistle, it changed the composition of the stage.